Hallo, ich bin Finn von tariftipp.de und heute stellen wir euch den Soundboost-Speaker von JBL vor. Den gibt es bereits für 99 Euro UVP und ist mit allen Lenovo-Handys mit Moto-Mod-Anschluss kompatibel. Wir wünschen euch viel Spaß beim Video. So, dann wollen wir mal schauen, als allererstes, was wir denn hier überhaupt beim JBL Soundboost so finden in der Verpackung. Ich mache einfach mal auf und sehe da, welche Überraschung. Wir haben das Gerät und eine Anleitung. Nicht weiter verwunderlich. Die Anleitung braucht ihr eigentlich nicht, weil sich das Gerät mehr oder weniger selbst erklärt. Bevor wir uns das gleich anhören, im Vergleich zu einer anderen Bluetooth-Lautsprecherbox vielleicht noch mal ein, zwei Hinweise, was wir denn hier so finden. So sieht sie aus, die JBL Soundboost, und es gibt hier so einen kleinen Schalter oder wie soll man das nennen, den kann man ausfahren und das Gerät dann so auf den Tisch stellen. Ansonsten findet ihr hier die Kontakte, den Motomod-Anschluss. Hier ist eine Ladekontrolle, ich weiß nicht, ich halte es mal ein bisschen dichter an die Kamera, ich drücke da mal drauf, dann seht ihr vielleicht, das leuchtet grün, das heißt, dieses Modul ist gerade komplett aufgeladen. Es gibt drei Farben, grün, gelb, rot, klar, wie bei der Verkehrsampel. Wenn es rot wird, sollte man anhalten und in diesem Falle schnell aufladen. Dazu habt ihr hier einen ganz normalen Micro-USB-Anschluss. Das heißt, dieses Modul hat einen eigenen internen Akku. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil ansonsten ja der Akku der Kamera belastet werden würde. Es ist übrigens so, ich klippe das hier mal drauf auf das Moto Z. Wenn ihr jetzt in diesem Zustand, also mit aufgeklippter Soundboost, wenn ihr jetzt das Handy aufladet, hier über den USB-Anschluss des Handys, dann wird sowohl der interne Akku des Smartphones geladen, als auch das Soundboost-Modul selbst gleich mitgeladen. Das finde ich eigentlich sehr praktisch. So, ich mache den Ständer nochmal raus und dann können wir uns das nochmal angucken hier mit dem angedockten Smartphone. Das ist sehr stabil und macht einen ganz guten Eindruck, finde ich. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was es denn überhaupt so an Einstellungsänderungen gibt, wenn ich das Modul angedockt habe. Dazu gehe ich mal in die Einstellung und dann seht ihr, es gibt hier im Moto Z Einstellungsmenü einen neuen Menüpunkt. Moto Mods heißt der, den gab es vorher nicht. Und da sieht man halt, dass jetzt der JBL Soundboost verbunden ist. Allerdings, es gibt noch so eine kleine Info-Seite, welche Softwareversion da installiert ist und so weiter. Es gibt aber keine Einstellungsmöglichkeiten, also nicht sowas wie einen zusätzlichen Equalizer oder derartige Dinge. Das sucht man alles vergebens. Hier sieht man den Ladezustand des internen Akkus des JBL Soundboost und das war's auch schon. Finde ich aber super, muss ich sagen, also weil das so einfach ist. Also ihr habt ja gesehen, ich klippe das hier an, nehme den nochmal ab. Das läuft hier über so einen magnetischen Mechanismus. Das geht wirklich zack, super einfach. Ist aber trotzdem, naja, bombenfest will ich jetzt nicht sagen, auf jeden Fall so fest, dass man nicht Angst haben muss, dass das irgendwie mal runterfällt. Das tut es nicht. Und man kann sofort loslegen, man muss keine Software installieren. Und auch die MP3-App, die man nutzt, ändert sich dadurch nicht. Ich habe das hier in diesem Falle mit Google Play Music mir angehört. Und auch hier gibt es keine großartigen bzw. gar keine Änderungen. Also der IQ funktioniert genauso wie vorher und so weiter und so fort. So, jetzt ist natürlich der springende Punkt. Wie klingt denn das JBL Soundboost? Dieses Modul kostet ja 99 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, ist aber auch kein Taschengeld. Also es ist ja schon 100 Euro immerhin. Insofern kann man da eigentlich ja schon erwarten, dass das ein bisschen nach was klingt. Und wie das jetzt klingt, das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anhören. Und zwar werde ich jetzt ein und das gleiche Musikfile dreimal abspielen. Und zwar einmal zunächst nur mit dem internen Lautsprecher des Moto Z. Das ist der hier oben. Dann mit dem JBL Soundboost und dann zum Vergleich nochmal mit diesem Gerät hier. Das ist ein Bose Soundlink Mini 2. Der kostet allerdings knapp 200 Euro. Insofern ist das ein bisschen gemein, dieser Vergleich. Aber da der so verbreitet ist, habe ich mir gedacht, dass das vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant ist, mal diese beiden Geräte hier im Vergleich zu hören. Also wir beginnen mit dem internen Speaker des Moto Z. Ich starte mal den Song von Potomax aus Hamburg. Und haltet mein Mikro gleich da mal ein bisschen näher ran, damit ihr
das möglichst gut vergleichen könnt. Los geht's. So, das soll es schon gewesen sein. Jetzt setze ich mal das Soundmodul oben drauf und starte den Song nochmal von vorne. Jetzt halt mit dem GBL Soundmodul. Achso, übrigens, die Lautstärke, die regelt ihr hier beim GBL Soundboost ganz normal, wie ihr das auch macht mit dem Lautstärkeregler direkt am Handy. So, jetzt hören wir mal rein. Das war schon ein ganz anderer Schnack, finde ich. Und jetzt werde ich mal die Bose-Box hier anwerfen und muss die jetzt erst noch mal schnell verbinden hier mit meinem Moto Z. Ach, ist schon verbunden. Wunderbar. Gut, dann starte ich jetzt noch mal den gleichen Song mit der Bose-Box und halte das Mikro da in die Nähe und dann könnt ihr euch davon mal ein Bild machen. Okay, und jetzt nochmal zum Vergleich. Ich schalte die Box aus. Nochmal das GBL-Modul. So, das soll es gewesen sein mit dem Soundvergleich. Und ich habe hier, wie ihr vielleicht eben gesehen habt, ein relativ gutes Lavalier-Mikrofon von Rode bei diesem Video eingesetzt. Ihr solltet also tatsächlich einen Unterschied gehört haben. Wenn nicht, dann werde ich jetzt einfach nochmal meinen persönlichen, subjektiven Soundeindruck euch schildern. Also natürlich der interne Lautsprecher des Moto Z, naja, es ist halt ein interner Lautsprecher von einem Smartphone, klingt so lala, man kann damit sicherlich sich YouTube-Videos anhören, zu Musik hören, ist es meiner Meinung nach nicht geeignet. Ich ändere jetzt mal die Reihenfolge, ich sag mal was zu dem Bose, zum Bose Soundlink Mini 2. Das ist meiner Meinung nach wie vor die beste Bluetooth-Box für Smartphones überhaupt, kostet allerdings leider auch, wie gesagt, 180 bis 200 Euro. Sie ist dem GBL-Modul meiner Meinung nach überlegen, und zwar zum einen natürlich, was die Bass-Wiedergabe angeht, das ist ja auch kein Wunder, wir haben natürlich hier viel mehr Volumen, viel mehr Raum, und aber auch was die Auflösung angeht, also was die Höhen und die Mitten angeht und die Ausgewogenheit, ist dieses Soundlink Mini dem GBL tatsächlich noch ein bisschen überlegen, aber ich sage ganz bewusst ein bisschen, weil ich finde, ich nehme nochmal das Handy hier ab, damit ihr nur das Modul sehen könnt, weil ich finde, dass das GBL-Modul hier wirklich einen ziemlich guten Job macht und auch relativ gut klingt. Es ist natürlich nicht ganz so laut, das muss man wissen, also eine Party könnt ihr damit nicht betreiben, aber es ist, um mal nebenbei Musik zu hören mit dem Handy, wirklich eine klasse Sache. Es wiegt auch nicht allzu viel und insofern finde ich den Preis von 99 Euro UVP, ich glaube im Online kriegt ihr das jetzt schon für 89 Euro, den finde ich durchaus angemessen. Wie gesagt, wenn ihr nicht die Vorstellung habt, dass ihr jetzt mit diesem Zusatzmodul hier, mit diesem Motomod eure komplette Stereoanlage ersetzen könnt, dann werdet ihr sicherlich nicht enttäuscht sein. Ich finde diese Idee allgemein überhaupt von Lenovo mit anderen Herstellern, wie in diesem Falle mit GBL, zusammenzuarbeiten, sowieso sehr gut, weil man einfach doch merkt, GBL ist ein Hersteller von hochwertigen HiFi-Boxen und das hört man einfach. Also insofern Daumen hoch für das GBL Soundblaster Modul. Ja, und hört mal rein, das könnt ihr ja sicherlich in eurem nächsten Elektromarkt, wenn ihr wollt, mal Probe hören mit eurem Handy. Im Moment passt es natürlich leider nur an das Moto Z und das Moto Z Play, aber
Lenovo wird die Motomod-Schnittstelle hier, ich zeige sie nochmal auf der Rückseite des Smartphones, zukünftig auch an andere Smartphone-Modelle einbauen, sodass ihr dieses Modul hier und natürlich alle weiteren Motomods, die jetzt demnächst auf den Markt kommen werden, auch dann mit diesen Smartphones betreiben könnt. Ja, das war's von unserer Seite. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Information gebracht, ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so ist, freuen wir uns über einen Daumen hoch und ich sage Tschüss. Wir grüßen euch aus Hamburg von tariftipp.de und wünschen euch alles Gute. Bis bald.